Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Pokémon Schild hier auf meinem Kanal. Hier in der letzten Folge haben wir die Galar-Mine Nummer 2 durchschritten. Heißt das so? Egal. Wir sind auf jeden Fall, wir haben sie durchquert, sagen wir es so. Haben im Zaubertausch fucking japanisches Ditto bekommen. Mit dem kann ich die Masuda-Methode anwählen. Habe jetzt festgestellt, dass das Memeon, das japanische, Dunkelnebel, Eissplitter, Weißnebel und Wasserdüse schon kann. Was ziemlich cool ist. Und ich überlege tatsächlich, mein Original-Fleckleon auszutauschen gegen das Memeon hier. Oder aber, ob ich das Memeon auf meine Schwertversion rüberpacken soll. Und ich glaube tatsächlich, das ist, was ich eher tun werde. Genau, Box 8. Das sind alle Pokémon, die rüberkommen sollen. Was haben wir noch? Ja gut, Chimpep ist schon sehr hoch. Knapfel habe ich bekommen. Quiekel ist auch sehr, sehr toll. Wolli braucht keiner. Ja, ich denke mal, das war's. Erstmal geht's auf nach Engine City. Wow, wie viele Pokémon? Wow. 3 Superbälle. Smogon. Ah, eine Pokémon-Trainerin. Grüß dich, junger Trainer. Wärst du wohl schon nett, dich mit mir in einem Kampf zu messen? Wow. Katriona. Hohohoho, Katriona. Los, Voldi. Ich glaube, das ist ein bisschen sehr übertrieben, wie ich die Gute darstelle. Was? Ey, das ist uncool. Das macht man nicht. Dann kriegst halt Alpollo auf die Nase. Mir doch egal. Finsterfaust. Kannst du nicht ausweichen, mein Kumpel. Putz. Übrigens, die Weiterentwicklung von Voldi habe ich jetzt leider Gottes auch schon gesehen. Spoiler! Mega cool, es gefällt mir. Voldi ist so ein kleiner hässlicher Corgi. Ich mag Corgis. Corgis sind nicht hässlich, sorry. Aber, ey, ohne Witz, die Weiterentwicklung von Voldi ist cool. Fletiamo, was ist Fletiamo? Fletiamo sagt mir gerade gar nichts auf Anhieb. Packen wir trotzdem nochmal Alpollo rein. Habt ihr eh keinen Erfahrungspunkt, das arme Tierchen. Links Alpollo! Ach, das Vieh. Naja, komm. Ah, sehr effektiv. Und ein Volltreffer. Feier ich. Creepy Rage Level 22, cool. Oh, Wemia! Wer hätte denn auch ahnen können, dass du dich im Kampf so geschickt anstellst? 4800 Pokédollar! Kohle! Money, money, money! So, was gibt's hier denn noch? Okay. Boah, der gruselige Augen. Eieiei. Aus den Augen gewinnt man Inspiration für Horrorgeschichten. Das ist ja gruselig. Boah. Nee, Digga, du bist mir echt ein bisschen zu gruselig. Freaky. Oh, hier leuchtet was. Eine Heilfeder, okay. Abwehrfeder. Auf der anderen Brücke, auf der anderen Seite waren ja auch andauernd Federn.
Vielleicht ist das so eine, noch eine Abwehrfeder. Vielleicht ist das so ein Ding von diesen Brücken, dass hier nur Federn rumliegen. Noch eine Heilfeder. Okay, ohne Lado. So, ich bin jetzt wieder in Engine City. Oh, ich habe gar keinen Zaubertausch aktiv. Boah, das Quiekel ist geil. Ich gebe Knospi ab. Keiner mag Knospi. Zaubertausch durchführen. So. Genau, Karte. Wir fliegen jetzt zum Pokémon-Hort. Der war... hier. Pokémon abgeben. Das Ditto. Was gebe ich denn mit ab? Boah, ist eine gute Frage. Was könnte ich abgeben? Gebe ich mein Fleckleon ab? Und level dafür das... nee. Knapfel? Auch nicht, oder? Kapuno ist japanisch, da bringt die Masuda-Methode nichts. Das Toxel ist in einem wunderschönen Pokéball drin, ne? In meinem Lieblings-Pokéball. Ah, was mache ich denn? Helft mir mal auf die Sprünge. Ja, logisch, Evoli. Ich pack Evoli rein. So, jetzt will ich... Entschuldigung. Jetzt würde ich gerne mal wissen, wie lange es dauert, bis ein Ei ausgebrütet wird, beziehungsweise schlüpft oder abgegeben wird. Und? Nein! Oh, nicht da reingehen. Noch nicht, okay. Mich interessiert es halt einfach. Auch wenn es jetzt ein bisschen Zeitverschwendung ist für euch vielleicht. Aber das gehört dazu. Eine Prachtfeder. Das ist prächtig. Da liegt noch eine Kraftfeder. Alles klar. Also wirklich, hier gibt es nur Federn auf der Brücke. So, und jetzt schauen wir einfach mal. Oh, da liegt ja noch eine. Und? Ei? Ja. Das ging ja relativ flott, muss ich sagen. Aber da bin ich schon überrascht. In mein Team. Ja, es wird jetzt auch langsam Zeit, dass das Apollo mal verschwindet. Ja. Zaubertausch ist noch aktiv. Karte. Und auf nach Engine City. Ach, ich bin hier unten. Ist auch nicht schlimm. Jetzt komm rein da. Ja, bitte heilen. Stimmt, klar, ich habe das Ei dabei. Ich denke mir gerade, wo ist mein sechstes Pokémon? Gerade noch abgegeben. Hier gibt es nichts mehr Interessantes. Aber ich würde gerne noch in die Boutique gehen und mir noch was kaufen. Weil ich finde, schwarz auf schwarz war ziemlich cool, aber auch ziemlich langweilig. Und zum Friseur kann ich auch mal gehen. Hallo, rein da. Hallöchen. Was können wir für dich tun? Make-up. Ne, erstmal Haare schneiden natürlich. Nimm Platz, ich passe so lange auf. Okay, dann schauen wir uns das mal an. Kurzer Schnitt. Doppelfrisur, nein, danke. Mittellang und gewellt. Flechtfrisur, nein. Seitenscheitel auch nicht. Undercut. Ja. Nein. Auch nein. Oder nehme ich das? Wie sieht Haarfarbe? Schwarz, golden, dunkelbraun.
Aschbraun, Platinblond, Braunpink, Purpur, Weiß, Grün, Blau, Rot, Pink. Grün oder Blau? Ja, ich glaube, ich nehme mal Blau, oder? Ja. Aber wenn ich jetzt Geld verschwendet habe, ist mir egal. Oh, das sieht so scheiße aus. Das sieht klasse aus, oder? Ja, mit Sicherheit. Nee, wird das doch keiner sehen. Habe auch gesehen, der Tausch ist gerade abgeschlossen. Aber erstmal geht's Klamotten kaufen. Um ein neues, wunderschönes Äußeres zu feiern. Ne, mir gefallen die Haare gar nicht. Polohemden sind sowieso nicht meins. Oh, die Jacke ist cool. Aber die grüne gefällt mir besser. Die habe ich an. Ah, Socken sieht man eh nicht. Ja, klar. Neuen Rucksack. So eine hässliche Sonnenbrille. Jetzt ohne Witz. Also, da ist nichts Cooles bei. Keine grüne. Ja, komm, dann nehmen wir schwarz-pink. Schwarz-violett. Ja, Mann. Jetzt muss ich die nur noch anziehen. Hier. Nein, ich möchte meine Ligakarte nicht ändern. Und. Eieiei. Es sieht so mies aus. Ich gehe auf jeden Fall meine Frisur ändern. Das geht gar nicht, so wie ich hier rumlaufe. Haare. Yay, noch mehr Geld verschwenden. Direkt grün, oder? Ich werde es bereuen, ich sehe es jetzt schon. Das sieht so doof aus. Oh. Nein, das soll keiner sehen. Ich bin sehr, oh Mann, extrovertiert und extravagant. So, tschüss Knospi. Whee! What the fuck? Alles klar. Danke für das Lucario. Champ, können wir jetzt schon kämpfen vielleicht? Es kann die Gedanken von Menschen lesen, deshalb lässt es sich nur auf Trainer ein, die ihr Herz auf dem rechten Fleck haben. Das ist schlecht, denn das wäre anatomisch nicht gut. Nur so angemerkt. Das wäre... Ich glaube, es gibt tatsächlich Menschen, oder ganz selten gibt es das, dass Menschen... Oh, 59. Also ganz selten gibt es, dass Menschen die Organe vertauscht haben. Also, dass das Herz dann wirklich am rechten Fleck ist. Auswählen und tschüss jetzt. Ich muss bald neue Pokémon fangen, damit ich die abgeben kann. So, auf geht's. Machen wir uns bereit. Mit unserem neuen Aussehen. Eieiei. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Aussehen hier von meinem Charakter jetzt findet. Genau, Knospi Inn hieß es gerade eben noch.
kurz eine extra Runde drehen. Ich muss auch gucken, dass ich ein Pokémon finde mit dem Flammenkörper. Denn Flammenkörper bewirkt, dass Eier schneller brüten. Marc, richtig? Du bist ja noch ganz schön spät unterwegs. Du hast doch bestimmt kurz Zeit, um mir bei etwas zu helfen, oder? Ich will testen, ob ich bei der Arena-Challenge gewinnen kann. Na klar. Oh, was für ein Kampfgeist. Natürlich helfe ich dir. Mary mag ich, die ist cool. Ich bin keine gute Verliererin, musst du wissen. Aber an Verlieren denke ich gar nicht. Ja. Tschüss, Klebunkel. Ach nein, Trockenheit. Das habe ich vergessen. Deswegen bin ich doch vorhin erst gegen das andere Vieh geflohen. Pokémon wechseln. Badaboin. Nö, ich bin Kyrlia. Je schneller sich das entwickelt zu Gardevoir, desto schneller kann ich mich mit einem Ponyta anfreunden. Giftchalk! Bam! Okay, Gift ist effektiv gegen Fee scheinbar. Er darf aber. Nee, ich darf reingreifen. Sehr, sehr schön. So, was kommt als nächstes? Zurückkex. Ist Kampfboden? Keine Ahnung mehr. Keine Wirkung, alles klar. Aua. Nicht nett. Der aussieht, der Trainer. Oh Mann. Yay, ich bin wieder geheilt. Curly ist cool. Morpeko. Pokémon möchte ich nicht wechseln. Ich will auch ein Morpeko haben. Ich glaube, diese Attacke bringt meine Gefühle gut zum Ausdruck. Na, was meinst du? Verbiss. So eine bist du also. Ah, ich glaube, Kyrlia stirbt jetzt. Es sei denn, ich darf vorher noch wechseln. Boah, Pekko verwandelt sich einfach, alles klar. Ich weiß doch gar nicht, was für ein Typ Morpeko ist. Es sieht halt aus wie so eine Mischung aus Unlicht und Elektro. Das macht auf jeden Fall sehr viel Schaden. Na gut, das ist auch schon Level 26, ne? Also relativ nah in meiner Level Range. Und zweimal bis hintereinander ist nicht cool. Und dreimal. Ja, komm. Ich darf angreifen, sehr schön. Ja! Morpeko wurde besiegt. Kopfnuss. Ja, Kopfnuss ist cool. Kopfnuss lässt den Gegner zurückstecken. Also tschüss, Ruckzuckhieb. Na, Flecklion ist einfach 29. Ist hinter allen anderen. Nein, nicht erlernen. Du hast mich besiegt. Anscheinend bist du doch nicht so schwach. Ich schaue mich am besten ins Bett, um morgen fit zu sein. Du solltest auch schlafen gehen. Pekko! Aber ich will noch nicht schlafen gehen. Am nächsten Morgen. Morgen, Marc.
Der sieht so scheiße aus. Dein Kumpel ist schon mal los zur Arena. Er war völlig aus dem Häuschen. Er meinte, er hätte mit Hilfe der Infos auf Cabos Liga-Karte die perfekte Strategie gegen ihn ausgeklügelt. Ja, Wasserattacken, go. Bevor er abgedüst ist, hat er mir einen riesen Stapel von Cabos Liga-Karten gegeben. Hier, nimm doch auch eine. Ich mag Mary. Oh, und das kannst du auch haben, als Dank für unseren Kampf gestern. Yay, 2 Feuerheiler. Kennst du Cabos Spitznamen? Er wird auch der unauslöschliche Feuerveteran genannt. Aber ich habe das Gefühl, dass er dir keine großen Probleme bereiten wird. So, und jetzt ab mit dir. Geh zum Engine-Stadion und schnapp dir den Feuerorden. Pico! Nein, ich will nicht nochmal drücken. Lass mich! So, Pokémon wechseln. Nö, Flecklion ist auf Platz 1. Sehr gut, kann auch so bleiben. Zaubertausch ist auch abgeschlossen. Und dann muss ich mal gucken, vielleicht, nur ganz vielleicht, kriege ich das Ei noch ausgebrütet. Ernsthaft, Skoppel. Bunnelby, das ist doch ein Schrottname. Genauso wie Skoppel. Ja, wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Und das werde ich jetzt voll und ganz ausnutzen. Wo ist denn das Skoppel jetzt? Da unten. Jetzt geh weg. Ja, ich finde Zaubertauschduo schön. Gott, mein Trainer sieht so schrecklich aus. Ich schäme mich richtig dafür. Oh, der Challenger, von dem alle reden. Cabo hat es echt drauf. Du willst also mit Cabo aufnehmen? Na, viel Glück. Ja, ich habe erstmal was anderes zu tun. Wir wissen... Moment, war da hinten was? Stopp mal, da hinten war noch was. Komm ich da hin? Kommt man da hin? Ne, hier geht's nur raus. Ich will da... Naja, komm ich nicht hin. Das ist ja doof. Ich will da hinten hin. Kann man hier rein? Ne, auch nicht. Lass mich durch. Pöbel. Da steht Hopp. Na gut, nehmen wir erstmal den Zaubertausch an. Tschüss, Skoppel. Bleh. Ich krieg'n Voldi. Ihr braves Voldi. Ihr fein. So, im Austausch gegen Leckerlis hilft es. Wow, gegen ernsthaft bestechbar das Pokémon. Okay, im Austausch gegen Leckerlis hilft dieser kleine Vielfraß Menschen bei der Arbeit. Beim Rennen wird es vom Knistern der Elektrizität umhüllt. Wie will das Tier rennen? Das hat keine Beine, es hat nur Füße am Oberkörper. Alter. So. Gelatini, weg mit dir. So, Hoppy Boppy. Da bist du ja endlich, Mark. Ich hab mir eben mal den Feuerorden geschnappt. Aber jetzt... Oh, Mann, Mark, Deutsch. Aber ich weiß jetzt, warum Cabo von allen der unauslöschliche Feuerveteran genannt wird. Wäre mein Team nicht das allerbeste in Galar, hätte ich ziemlich alt gegen ihn ausgesehen. Dimensionsgalar vielleicht, hier nicht... Aber keine Sorge, Mark. Ich habe Cabo besiegt. Er sollte also alles andere als unauslöschlich. Was? Was lese ich? Er ist also alles andere als unauslöschlich. Du schaffst das schon. Ich schäme mich. Verflucht. Und rein da. So, und hier mache ich... Hä? Warum steht er jetzt wieder da? Egal, hier mache ich einen Break. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like und ein Abonnement da. Kostet nichts, tut nicht weh, hilft mir. Wenn ich euch beim nächsten Mal wieder unterhalten darf, dann schaltet beim nächsten Mal gerne wieder ein. Macht's gut, Leute. Ciao.